Hey ho, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge mit mir, dem Keks HD. Der ist auch dabei. Heute sind wir wieder auf der Surviving. In einer Surviving-Situation. Hier sind wir jetzt in einem Wald auf so einer komischen Steininsel hier irgendwie. Und wir versuchen jetzt hier mal zu überleben. Hier werden wir jetzt immer Folgen aufnehmen. Und die Folgen kommen jetzt erstmal nur auf meinen Kanal, vielleicht auch auf KeksHDs sein Kanal, oder? Ja, könnte sein. Vielleicht, wenn er das möchte, müssen wir nochmal gucken halt. Aber sonst kommen die... Gut. Ja, und sonst kommen die Folgen eigentlich nur bei mir. Auf jeden Fall, bevor ich es vergesse, Abo nicht vergessen bei beiden Kanälen. Und auch ein Like da lassen, dass wir wissen, ob euch dieses Projekt gefällt oder nicht. So, ich würde sagen, wir fangen mal an. Okay, wir wollen diesen Ast hier jetzt zu diesem Ast da tun, weil da wollen wir unser Haus bauen. Ich weiß zwar nicht... Aua! Oh, du hast mich voll ins Gesicht getroffen, du Opa. Ja, warte, wir... Aua. Nimm diesen Stock jetzt. Ja, aber wie soll man das gehen, Junge? Wie soll das gehen? Ja, ich... Nimm ihn jetzt mit. Das ist voll der Opa, Alter. Zack. Hier steht... C plus Admir... Kind gleich Herz, keine Ahnung. Na, steht noch alles, das will ich aber nicht füllen. Also, hier werden wir jetzt Also, das ist ein Anfang. Ja. Ja. Ich bin sprachlos. Ich bin einfach nur sprachlos. Diese Steine da, der Haufen, ne? Also wenn ihr euch wundert, dass mein Finger da manchmal zu sehen ist, ich filme das mit Handy und ja, ich, ja, einfach, das ist halt so. Ne? Ah, oh nein. Dieser Stein, der hätte mich fast auf den Füßen getroffen, Junge. Können wir hier nicht irgendwie die Kamera hinstellen oder so? Das nächste, was wir mal bauen müssen, wenn unser Haus fertig ist, oder? Du filmen sie und ich werde hier jetzt das ein bisschen bauen. Ich bin ernst. Doch. Ich bin da, Baumann. Baumann. Ich suche mir jetzt irgendwelche Steine zusammen und mach das, dass wir eine eigene Kamerahaltung haben. Super, Kamerahaltung habe ich für das Haus. Ja. Ein bisschen. Das ist doch mal eine. Dann filmen wir das Haus. Ja, wie das gebaut wird von dir, der Baumeister. Also ich brauche die großen Steine. Also die sehr großen. Ja, das hier ist ja nicht so ein großer Stein, ne? Nee. Kann man das so sehen? Das kann man so sehen. Ja, dann müsste die ganze Zeit halten. Nee. Das geht ja nicht. Ah, ja, Hilfe. Also die Steine hier. Okay, dann machen wir das anders, Freunde. Wir machen das anders. Wir nehmen uns jetzt einfach mal so einen größeren Stein, so einer. Der hier, der wird bestimmt das halten, unsere schöne Kamera. Hier so. Ich habe einen Stock gefunden, einen langen Stock. So. Ich glaube, jetzt kann man alles erkennen, oder? Jetzt kann man doch alles erkennen eigentlich. Irgendwie müssen wir diesen... Also ich habe gerade einen langen Stock gefunden. Ja. Och Mann,
Live-Kamera, Mann. Ich hatte es doch eben perfekt. So, ich mache jetzt eine Stoppe klein. Ja. Es klappt nicht. Ist egal, dann halte ich halt. Ha. Sehr interessant aus. So. Wir werden das Haus gleich offline weiterbauen, weil das ist zu schwierig, halt die Kamera anzuhalten. Aber keine Sorge, wir filmen dann auch, wie das Haus geworden ist und erklären auch, wie wir das gemacht haben, welche Ideen wir hatten und so. Können wir diesen Stock opfern? Nein, wir opfern diesen Stock nicht. Das ist unser Hangelstock. Ja, das ist unser Hangelstock. Den opfern wir nicht. Sonst sind wir Opfer. Weil wir den geopfert haben. Ja. Also wenn man hinfliegt, dann ist man ein Opfer. So habe ich mir das immer früher gedacht. So ein Opfer, habe ich immer gedacht, dass das irgendwie so ein Opfer halt. Ja, was ist das? Ich habe mir irgendwie immer früher gedacht, dass das irgendwie so ein Futter ist. Keine Ahnung. Ein Opfer. Da habe ich mir immer gedacht, dass das irgendwie so ein Mensch ist, der immer irgendwie immer traurig ist. Ich gucke ihn jetzt hier. Oh mein Gott, was ist das? Was ist da? Weiß ich nicht, was das ist. Kim hat einfach so einen Stock gefunden. Ich würde erstmal sagen, ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. Lasst ein Like da, immer Daumen nach oben und ciao.